Hey ho, meine Lieben! Akku ist fast leer, ich muss mich beeilen und Kamera schnell laden. Wir machen heute eine leckere Gans auf der Roti mit Semmelknödelfüllung und dazu habe ich mal auf meinem verstärkten Weberuntersatz den Aufsatz vom Meisterschäher gerichtet und jetzt gehen wir rein, richten alles soweit her und dann sehen wir uns hier draußen wieder. Ah ja, mein Schatz hat schon mit der Füllung angefangen, die Semmelknödelfüllung. Schatzi, was hast du da alles reingetan? Knödelbrot, Milch, Ei, Salz und Muskat. Also so ganz normaler Knödelteig, also ja, ganz nichts genau. Bewegendes. Ganz genau. Okay, aber ich hole jetzt das Hähnchen, hätte ich fast gesagt, die Gans. Und dann schauen wir uns die an. Mein Schatz ist schon mal wieder schneller als ich mit der Cam. Das, ja, jetzt hätte ich fast schon wieder Hähnchen gesagt, die Gans. Übrigens hat die 4 Kilo, 4 ganze Kilo, wird eben jetzt mit Salz, Pfeffer und Paprika erst einmal ordentlich gewürzt. Und dann kommt die Füllung rein. Oder Schatz, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Nee, genau so machen wir das. Genau. Also genau so könnte man sie auch Weihnachten oder ja, so zubereiten. Und da haben wir hier so eine Keule als... Nochmal Salz? Nein, nicht nochmal Salz. Ja, doch, natürlich. Hier nochmal Salz. Schau mal. Dann ist es der falsche. Dann nehmen wir den anderen. Jetzt haben wir die richtige Keule und wird richtig schön eingepfeffert. Ich würde richtig rumdrehen, dann funktioniert das. Ah, da kommt wunderbar Pfeffer raus. Kommt ja, auch mal rum. Von allen Seiten. Der Björn hilft auch mit. Also eigentlich wollte ich ja machen, aber Schatzi hat gesagt, das macht sie. Ja klar, warum nicht? So. Schaut das schon mal gut aus. Sehr gut aus. Wunderbar. So. Jetzt gibt es hier wieder Teamwork. Du reißt jeden und allen den Arsch auf. Ich komme ja nicht zum Vergraben von den Leuten. Dann muss ich das mal anders machen. Also auch innen noch Salz, Pfeffer und Paprika. Ganz klar. Wir haben außen gut. Und dann kommt die Füllung hinein. So. Gut, und dann wird sie verschnürt. So Freunde, zum Verschnüren bin ich jetzt da. Zeigt der Micha uns seine Nähkünste. Das habe ich selber gesehen in einem Video und ich zwar war das von Fire Kitchen war das, wo die ihre Gans im Dutch Oven gemacht haben. Das haut aber ab, schau. Ja, dann muss man es dabei zusammenhalten. Hallo? Ja. Ich kann auch gleich hier mit der Schnur anfangen. Gut. Oh Gott, was ist denn das für ein Fick? Vorsicht.
du jetzt das Prinzip verstehen? Ja, ja, das war mir schon klar, dass du das so machst. Dann können wir das hier schön verschnüren. Dann kann ich dir hier schnell den Faden in die Hand drücken, dass du den unter Zug hältst. Dann stecke ich hier mal die nächsten rein. Ganz exakt gut machen will, dann fährt man einfach nochmal ein Querfeld ein über die ganzen Zahnstocher drüber. Und dann? Und dann verknoten wir das Ganze. Wie? Wo? Zum Beispiel hier mit diesem Ende. So, Schere ist auch wieder verschwunden. Ja. Ich hab sie nicht gehabt, doch da hinten steckt sie. Machen wir hier einen schönen Doppelwopperknoten rein. Ja, und dann können wir sie auch schon aufspießen. Björn, ich habe dir nicht gesagt, du sollst die Cam abschalten. Ja, ich bin mit dem Daumen auf den Knopf gekommen. Ja, also wir haben übrigens auch schon die Flügel gekürzt von der Gans. Und jetzt schauen wir, dass wir sie halbwegs auf den Spieß drauf bekommen. So. Tu deine Hand bitte da hinten weg, nicht, dass ich dir noch den Spieß in die Hand reinramme. Und jetzt kommt wieder die berühmte Zange aus dem Hintergrund im Einsatz. Gut. Dann. Cool. Kurz und schmerzlos. Ja, wechseln zum Transport in die Schale und dann können wir rausgehen zum Grill. Dann aus. Die Kugel ist am Aufheizen. Ich hau die ganz jetzt schon drauf. Ich habe hier so eine Art Mini-Ring schnell zusammengebastelt, damit der jetzt von hier drüben langsam rüberbrennt. Da haben wir unser Ganserl. Da kontrollieren wir dann bloß noch, ob sie halbwegs rund läuft, dass wir eventuell noch nachstellen können. Unten Wanne mit Wasser. Ja, so schlecht sieht es ja gar nicht aus. Ich würde sogar sagen, das sieht sehr gut aus. Ist auf einen kleinen Plong halt und ja gut. Können wir einen Deckel drauf tun und dann wird hier schon geschätzt von 4, 5, 6 Stunden. Keine Ahnung, wie lange wir brauchen. Wir haben es jetzt kurz nach 4:30. So Leute, Deckel drauf, Lüftung erstmal offen und gucken, was wir Temperatur zusammenkriegen. Ja, wir werden sehen. So Leute, noch ein klitzekleiner Nachtrag zu der Weißwurst. Ja, das ist jetzt eine Schwarzwurst. Nein, aber der Thomas von Barbecue aus Baden darf auch noch hinter mich treten. Ey, Christian, du Fresspopel, hinter. Der hat jetzt hier noch einen sogenannten Brauhaus-Sandwich gebastelt. Ich weiß nicht einmal, was er da alles neigemischt hat, aber anscheinend ist die Weißwurst halbwegs essbar geworden. Ja, haben wir. Sehr. Auch scheiße gut gemacht von mir. Kann man essen. Käse rettet alles. Ja, ja. Also vor allem, weil ich bloß Toastbrot und Käse erwischt habe. Ja. Die kannst du nochmal beißen. Ja. Die Weißwurst von heute Morgen merkst du da gar nicht mehr drin. Ja. Und den Knoblauch.
Also ja, ist ja doch noch halbwegs essbar geworden. Wir haben nichts wegschmeißen müssen. So ist es. Gott sei Dank. Okay. Danke. Gerne. Das war jetzt der Nachtrag noch zum Weißwurst-Video. Genau. Der Retter. Der Retter in der Not. Wir sehen uns. So, Freunde, wir haben hier einen Björn an der Cam. Hallo. Ist auch schön. Die Grilltemperatur liegt laut Deckel bei knapp 150 Grad. Wir haben jetzt auch so circa 2 Stunden rum. Und jetzt schauen wir endlich einmal rein, wie das Vögelchen aussieht. Und ja. Ui. Er wird. Warum steht der jetzt? Langsam, aber sicher. Dauert zwar noch ein bisschen, aber schnell wieder Deckel zu. Du Michi, ich hätte da jetzt noch eine Frage. Das wäre? Kriege ich jetzt in der Szene auch so einen Rahmen in das Bild mit Kamerakind rein? Nein, kriegst du nicht. Schade. Okay, Leute, wir grillen weiter und ja, bis nachher wieder. So, Freunde, und damit wir jetzt auch von der Gans hier noch eine Temperaturüberwachung haben, nehmen wir jetzt hier den Mieter. Der Radi hat mir angeboten, den einzuführen. Kennst du das von diesen TV-Shops? Ja, und das machen wir jetzt ganz einfach. Legen einfach am Boden auf Seite. Jetzt suchen wir irgendeine Stelle. Sag einfach Stopp, wann ich Droti bremsen soll. Dass das wieder oben ist. Ja, das machen wir doch. Oh Leute, ihr habt jetzt den absolut geilen Blick auf die Gans. Ja. Und riechen tut die richtig, richtig geil. Wenn die Kamera andersrum wäre, würdet ihr sogar 2 Ochsen sehen können. Und? Genau, wenn das so oben ist. Genau, dann führen wir den mal hier so in Brustnähe ein. So. Und dann lassen wir. Ist der jetzt nicht ein bisschen weit drin? Nee. Der ist doch über die Rille. Ja, das ist richtig. Das mit der Rille ist ja nur der Bereich, der geschützt werden muss für die Technik. Das heißt nur. Okay. Das alles andere. Gut, okay. Dann können wir den Deckel wieder drauflegen und Handy starten. Genau. Also Leute, ich habe mich gerade gewundert, dass bei mir die Zieltemperatur von 92 Grad auch schon draufsteht. Irgendwie ist es von seinem Handy auf meins übergesprungen. Keine Ahnung, das Ding gefällt mir immer besser. Und ja, ich sag mal Stichwort Mietercloud. Jo, 85 Grad Hammer innen. Und auf die 92 Grad wollen wir. Und ich würde mal sagen, so lange dauert es nicht mehr. Wo er gerade den Mieter reingesteckt hat, habe ich es gerade knuspern gehört. Also ich denke, wir haben auch hier eine knusprige Haut. Und das wird lecker werden jetzt. Genau. Dann. Und ich kann auch nur sagen, also ich habe auch gemerkt beim Einführen, wenn man so schön sagt, dass also sehr leicht reinging, auch wenn sich der Duft anhört. Aber es muss ein sehr weiches Fleisch mittlerweile schon sein. So, und die Kochzeit wird jetzt noch eingeschätzt. Also ich denke mal, jetzt kriegen wir da ja auch da ein Ergebnis und wissen, wie viele Minuten es dann fertig ist. Jetzt aber schnell. So Leute, die Gans ist fertig und ich habe mir jetzt noch einen Ralf geschnappt. Der hilft mir hier jetzt schnell, weil ich einfach alleine jetzt das Ding hier runternehmen und so ist ein bisschen problematisch. Halt mal ganz kurz, dann schalte ich hier den Drehmotor aus. Ich hätte ja sonst auch den Spieß da. Doch. Vorsicht, Vorsicht, das könnte da irgendwo heiß sein. Hilfe, mein Finger. Pass auf, mach mal über Eck. Ja. So. Ja, gut. Tust du reintragen? Ja. Und Leute, das Ding sieht richtig geil aus. Oder so ähnlich. Ja. Get ready to rumble! So, jetzt schrauben wir das hier erst einmal auf und tun das Vögelchen vom Spieß runter. Halt! Lass das zu. Lass das zu? Mach nur das runter. Und dann kannst du gerade unten drauf schieben. Genau. Jawohl. Hat geklappt. Okay. Ja, die Lichtverhältnisse sind hier drin jetzt nicht ganz so gut. Wenn ihr stellst hochkant. Ja. Komplett hochkant. Jawohl. Und jawohl, da haben wir unser ganzer Lieben. Der Thomas wird uns das Ding jetzt fachgerecht zerlegen. Fachgerecht, schauen wir mal. Der muss das können. Ich unser Knöchelchen, da ist es ja so. Nur eins. Ja. Drehen wir das mal, dass du auch drauf kommst.
ist das? Schon schön nicht zu, um der Seite rumzuschneiden. Das andere Messer wäre definitiv schärfer. Ne, es geht, ich muss nur nicht nachfinden, da unten ist er. So, kannst direkt rauskugeln. Ja, und innen wird dann unsere Füllung rauskommen. So. Oh, Leute, habt ihr das Knuspern gehört? Richtig gut. Thomas, schneid schneller, das riecht so gut. Nimm doch mal eins in die Hand. Das gehört mal, nehmen wir das Brustbein. Oh ja, ich liebe Brust. Die Brust kannst du an mir nachschmeißen. Ich liebe auch Brust. Ah, was heißt? Ja, gib schon. Schaut geil aus. Schneide es gerade mal runter, dann kann man es aufklappen und dann seht ihr mal, was das für eine geile Brust ist. So. Besser als Playboy TV. So, jetzt legen wir es mal in Zeit. Guck dir mal das saftiges Brüstlein an hier. Perfekt, oder? Hervorragend. So, haut rein. Jo. Also, Zerlegung, die erste Runde die haben erste wir gesehen. Runde ist vorbei. Und ich mache gleich ein Probiererchen. Wir haben hier drin noch unsere Füllung, die müssten wir auch noch irgendwie rausoperieren. Kriegen wir auch noch was. Das machen wir noch schnell, aber ich probiere jetzt gleich mal das Fleisch. So, probiert wird jetzt ein Bruststück. So, jetzt kann ich in der Mitte das Ding durchsäbeln. Eigentlich müsste ich ja jetzt machen, aber Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, das Zeug ist hammergeil geworden. Richtig geil. Aber jetzt warten wir noch, bis von der Füllung was kommt. Dann probieren wir die auch noch. Und dann essen wir erst einmal komplett. Und dann gibt's noch ein komplettes Fazit, wo wir alle nochmal vor die Cam kommen. So, Freunde, jetzt noch die Füllung. Einfach nur genial. Wie gesagt, jetzt noch aufessen, fertig essen und dann sehen wir uns alle nochmal zum Fazit. Also mit was wurde es gewürzt? Ich muss jetzt hier nochmal speziell für unseren Björn was loswerden. Salz, Pfeffer und Paprika. Mehr war nicht an diesem Ganserl. Weil der hat es immer noch nicht gerafft, dass das mit diesen drei Gewürzen so lecker sein kann. Also Paprika, Pfeffer, Salz. Richtig. Micha. Ja. Eine Frage. Was habt ihr jetzt genau gewürzt? Also was war da jetzt genau dran? Weil keine Ahnung. Ich habe Gerüchte gehört. Was waren das? Ich weiß auch nicht. Was? Frag doch den Björn. Ja, er hat Gerüchte gehört. Ja, es gab Gerüchte, dass da Salz, Pfeffer und Paprika dran war. Aber ich wollte das nochmal bestätigen lassen eigentlich. Ich glaube schon, ja. Weil wir müssten das für den Björn nochmal festhalten. Also, ja, also ihr seht auch dieses Video, in diesem Video. Wir haben jede Menge Spaß und da hinten kaspert der Björn rum. Ja. Das ist Finger. Also wie gesagt, wir sehen uns jetzt gleich noch draußen zum Fazit. Ja, aber du musst auch mal mit ein paar Leuten. So Leute, Schluss vom Video. Ja, ich stelle die Cam noch ein klein bisschen nach unten, dann blendet der Scheinwerfer oben nicht so. Jetzt ab. Mein Fazit zu dieser Gans. Für mich persönlich war das jetzt die allerbeste Gans, wo ich gegessen habe. Brutal geil, brutal lecker. Ich danke mal meinem Schatz, dass er die so lecker gewürzt hat. Nur mit extra nochmal für den Björn Salz, Pfeffer und Paprika. Das Ding war bombastisch. Salz, Pfeffer, Paprika. Und liegt wahrscheinlich aber auch mit daran, dass das eine echte Mödinger Gans war. Ja,
direkt vom Nachbarbauern meines Vertrauens. Thomas, wegen dir machen wir jetzt gerade so eine Hektik. Der muss leider wieder heimfahren. Ich danke dir, dass du heute vorbeigeschneit bist. Michael, ich bin immer gerne bei dir. Und wir sehen uns. Wir sehen uns in Sindelfingen. Sindelfingen, spätestens nächstes Wochenende. Genau. Für euch wird es vielleicht etwas später, falls ich wieder mit dem Video bearbeiten etwas in Verzug komme. Hm? Okay. Michael, ich danke dir nochmal. Ein super Tag. Danke fürs Erleben. Wie hat es dir geschmeckt? Perfekt. Perfekt. Super, ganz wunderbar. Perfekt. Wunderbar. Also, wir sehen uns. Ich wünsche dir was. Bis dann. Jo, dann. Wenn der sich verzwiebelt. Auf jeden Fall nächste Woche dann. Kann mit Alistair vortreten. Wie hat es dir geschmeckt? Spitzenmäßig Skansel dann mir in der Oberpfalz sagen. Sau gut! Na, richtig geil, also super saftig. Wunderbar, wunderbar. Björn, hast du dich schon verabschiedet? Salz, Pfeffer, Paprika. Also mach's gut. Denk dran, tschüss. Salz, Pfeffer, Paprika. Ich muss da was zu sagen. Also die Gans hätte hervorragend geschmeckt, wenn die gewürzt worden wäre mit Salz, Pfeffer und Paprika. Mit was? Tschüss. Nein, ernsthaft, ganz top, wirklich. Reisi! Also, ich muss ehrlich sagen, also ich habe schon mal Gänse gegessen, ja. Aber es war alles nur bisher trockene Vögel. Also das jetzt, heute hier, für nur Salz, Pfeffer, Paprika, drei Sachen und ein wenig Geduld. Super toll. Also, muss ich sagen, ehrlich, Daumen hoch. Wunderbar, wunderbar. Perfekt gelungen. Keine Augen. Mehr kann ich gar nicht mehr dazu sagen. Das war's mit diesem Video. Das nächste ist der eigentlich gedachte Nachtisch, beziehungsweise was wir dann eben als Vorspeise gehabt haben. Aber das ist das Video hinterher. Ist nun mal so. Ich glaube, ein Video mache ich alleweil noch. Björn! Ja. Mit dir machen wir nochmal ein Video, gell? Ja. Nix verraten. Nein. Das seht ihr eben dann sowieso jetzt gleich in der Vorschau. Ciao. Tschüss. Freunde, da steht das ganze Teil und jetzt gucken wir doch gerade mal nach, was die Kerntemperatur hat. Rutsche mal den Stuhl darüber.